Und hier noch die letzten zwei Duelle. Das erste ist das Duell im ertränkenden Sumpf. Das habe ich ganz am Anfang des Spieles gemacht. Ihr seht es an meiner Rüstung. Ihr könnt es auch sehen, ich habe hier noch nicht mal alle Kampfhaltungen gehabt. Trotzdem, der Gegner ist echt nicht schwer. Ich sehe, der Tom ist recht leicht. Hier habe ich auch wirklich nicht viel Wert gelegt, viel auszuweichen. Das Duell kann leicht gefunden werden, wenn man in Kapitel 1 einfach durch die Gegend reitet. Ihr habt in einer Burg gelebt. Das hat euch verweichlicht. Warum seid ihr dann außer Atem? Jeder Gegner in den Duellen hat seine eigenen Moves. Und ihr seht, dieser hier ist wirklich einer der leichtesten. Deshalb habe ich eigentlich ganz am Anfang gemacht, ihr seht. Aber schön pariert hier, ja. Hier war so noch, also der ist nicht sehr schnell. Kickt ab und zu auch mal, aber er macht nicht wirklich oft seinen roten Schlag. Das ist echt einfach zu spielen. Und geschafft. Ja, das waren noch Zeiten. Ganz am Anfang das Duell im ertränkenden Sumpf. Ich habe es noch gefunden. Und weiter geht's, würde ich gleich sagen. Es gibt ja noch ein Duell, was jetzt noch offen ist. Das habe ich auch gemacht zu einer anderen Zeit. Und das ist hier das Duell. Unter fallendem Wasser. Wirklich schöne Kulisse. Hier hatte ich schon, wie ihr seht, mit R1 und L1 der Superschlag. Ich sag immer Superschlag dazu. Kann man ja mehrere Gegner gleich verwunden. Oder gleich mehrere Hits hier landen an ihm. Ich habe ihn getreten. Ich habe. Der ist auch nicht wirklich schwer. Einfach immer draufbleiben. Er kehrt das sogar ab und zum Rücken zu. Ihr versteht hoffentlich, dass dies nur ein Auftrag ist. Wenn er das hier macht, dann kommt sein roter Schlag. Und zwar, ihr seht, den hat er jetzt doppelt gemacht. Man kann ja am Anfang immer ausweichen und schauen, welche Schläge macht er und dann sich auf diese einstellen. Also das finde ich immer recht gut. Und jetzt mit dem Schlag kann man ihm auch gut Schaden zufügen. Den kann er ja nicht blocken. Und jetzt wieder parieren, genau. Das war gut pariert. Er hat nicht mehr viel. Das sollte schon reichen. Deshalb zum Duell sollte man schon wenigstens einige Punkte, gelbe Punkte haben. Also Entschlossenheitspunkte. Komplett ohne würde ich nicht hingehen. Ja, das war das Duell unter dem fallenden Wasser.
Wunderschöne Kulisse wieder. Daumen hoch für Ghost of Tsushima, muss ich echt sagen. Macht immer wieder Spaß zum Spielen. Und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß. Alles Liebe. Tschüss.